Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge. Und heute öffnen wir mal wieder unsere Elite Rewards. Nicht nur die Elite 1 Rewards von vor zwei Wochen, sondern auch die Elite 3 Rewards von letzter Woche. 31 Siege haben wir geholt, Elite 2 mal wieder um einen Sieg verpasst. Wir haben das Ganze einfach schon 5 Mal geschafft und damit quasi 150.000 Münzen ja, in den Sand gesetzt in FIFA 18. Aber ist auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall klar. Das Team of the Week ist in Ordnung. Zuerst dachte ich, nee, ich ziehe nicht. Dann dachte ich wieder, yo, kannst du eigentlich doch ziehen. Dann dachte ich wieder, nee, lass mal lieber. Aber jetzt habe ich mich irgendwie doch dazu entschieden. Wir schauen uns das ganze Team einfach mal an. Man kann ja in den Elite-Packs, von denen wir 3 Stück am Start haben, nur mindestens 81er ziehen. Von dem her fallen die schon mal weg. Und wir haben nicht so viele 81er. 4 Stück, um genau zu sein. Klar, Wood zum Beispiel ist Abstoß, Mitrovic ist Abstoß, dann haben wir Chester, der Abstoß ist und Nacho, der Abstoß ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir nicht 3 81er in einem Pack haben werden. Das wäre wirklich extrem schlecht. Dann haben wir den 82er Player, der ist sogar ein bisschen was wert, kostet ca. 25.000 Münzen, wäre ganz nice, den zu ziehen. Rodrigo sieht auch richtig stark aus. Fragt mich nicht, wieso der als Bankspieler so ein bewegtes Bild bekommen hat. Finde ich eine coole Sache. Vielleicht, weil der eine Path to Glory Karte hat oder so. Ich weiß es nicht, aber der kostet mindestens 35.000, sieht gerade eher so nach Richtung 40.000 aus, was auch absolut in Ordnung ist. Dann haben wir noch Chester. Der ist auch nicht so gut. Ja, den hatten wir schon, der ist Abstoß. Dann haben wir Madanda, kostet auch nochmal seine 40.000 Münzen. Und in der Startelf sind halt echt viele gute Spieler drin. Von dem her kann man seine Packs eigentlich echt entspannt ziehen. Cech ist 70.000 wert, finde ich irgendwie fast zu wenig für den. Tar kostet ca. 30.000, finde ich eigentlich auch zu wenig für den. Dann haben wir Skriniar, der kostet nochmal 20. Aurier kostet, glaube ich, 100. Das ist nice. Rashford kostet 200. Das ist übel sick. Den kann man doch mal ziehen, so ein 84er. Garcia sollte nicht ganz so viel wert sein. 25.000. Alles klar. What the fuck. Alles gut. Verratti kostet dann nochmal 120.000. Ribéry kostet 100. 90. Dann haben wir hier noch 2 Kracher und Vela. Vela kostet 25.000 bis 30.000. Dybala ist halt unfassbar heftig. 1 Million direkt aufs Konto. Würden wir den ziehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist da eher bei 0. Und zum Abschluss haben wir noch den guten alten Batshuayi, der ca. 120.000 Münzen bringt. Ich würde sagen, wir haben genug geredet. Wir können reinstarten in die Packs. Und der Kontostand sieht mittlerweile richtig gut aus. Ich möchte ja eigentlich auf den 91er Pelé sparen, aber eigentlich möchte ich auch direkt auf Rullit 90 oder 94er R9 sparen. Das wäre einfach viel geiler als der 91er Pelé, auch wenn 91er Pelé echt geil wäre. Aber dafür müssen wir krasse Packs ziehen. Und ich habe auch schon überlegt, Cristiano Ronaldo zu verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich von dem trennen kann, von dem Stürmer. Inform-Stürmer. Aber schauen wir mal. Wir starten rein mit einem Inform. Das wird Carlos Vela. Und das ist eins der besseren 100k-Packs, würde ich mal behaupten. Ist eine geile Karte. Haben wir auch Donnerstag ein Squad-Builder-Battle auf FIFA Goals United hochgeladen. Hat mir richtig gut gefallen. Der Spieler kostet dann direkt schon mal 25.000. Vielleicht ist noch was drin. Oh, noch ein Inform. 83er. Das ist mal ein Pack, was ich sehr, sehr gerne mitnehme. 20.000. Mit WLAN nochmal 25.000. Haben wir noch irgendwas an Duplikaten am Start? Nee, leider nicht. Packen wir alles in den Verein. Müssen unsere Transferliste auch ein bisschen frei halten. Das war echt ein gutes 100k-Pack. Seit langem mal echt ein passables. Das nächste wird bestimmt wieder Schrott werden. Oder wir bekommen einfach mal... Alter, Jungs. Irgendwie finde ich es eine Frechheit, dass man noch... dass man keine Schlitze ziehen kann in 100k-Packs. Alter, das war doch mal wieder klar. Ich habe es aber auch irgendwie ja, provoziert. Wir ziehen immerhin Max Kruse. Bester Mann, aber da kann ich nicht mal schauspielern und sagen, yo, das ist geil, sondern ja. Absolut belastend. Ziehe ich da nochmal wie im ersten Pack als Duplikat. Und dann kommen wir zu den 2 Inform-Packs. Gleich in ein paar Minuten bekomme ich dann auch noch meine Elite 3 Rewards. Schauen wir direkt mal rein ins erste Pack. Q
kurz und schmerzlos. Komm schon, bitte keine 81er Party. Petritschek, finde ich gut. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Weil da können auch noch echt gute Spieler dahinter sein. Tschech mit einer 87, wie viel hat er gekostet? 70.000, also das geht auf jeden Fall klar. Wäre natürlich mega nice, wenn jetzt noch ein paar wirklich gute Spieler dahinter wären. Der kostet, wie gesagt, ja, 70.000. Könnte vielleicht noch eine Ribéry zusammen mit drin sein. Batshuayi, Mandanda, Tah, Aurier und Rashford wären auf jeden Fall übel krass. Rashford oder Aurier und das Pack ist übelst nice. Komm schon. Bitte, aber es werden... Aurier, holy moly. Grüße gehen raus. Richtig geil. Das ist dann schon direkt mal Richtung 200.000 Münzen wert, weil Aurier kostet 100k, der kostet 25k, der kostet ca. 75k, 70 bis 75, der 105. Ja, so in Richtung 200.000. Mega zufrieden mit dem Pack. Mega. Richtig gutes Pack. Richtig stark. Und dann können wir direkt das zweite hinterher öffnen. Let's go. Haben wir direkt zweimal Luck? Das ist die Frage. Spanien, ZOM. Wenn man schon nicht direkt weiß, was es wird, dann kann es eigentlich auch meistens nie so geil sein. Hier ziehen wir Raul Garcia. Oh mein Gott. Haben jetzt noch ein paar Minuten bis 19 Uhr. Ich müsste die Informs eigentlich direkt verkaufen. Let's go. Wir haben einfach nochmal Aurier drin. Wie viel Luck kann man haben? Hui, doch nochmal 100k, der kostet glaube ich 20 bis 30, der auch 20, mega geile Pack-Ausbeute, richtig nice. Ich würde sagen, ich verkaufe die schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. So, hab mal alle Informs direkt angeboten, Tschech ist direkt weggegangen für 68.000, Wähler ist direkt weggegangen für 27.000. Ja, Aurier habe ich beide für 98.000 drauf, die sind jetzt noch nicht weggegangen. Ich hoffe mal, der droppt jetzt nicht zu sehr. Wenn der jetzt nicht für 98k weggeht, werde ich den vielleicht nochmal über Nacht behalten, weil das ist echt oft der Fall, dass sie über Nacht dann nochmal steigen. Ansonsten hatten wir ja nicht mehr ganz so krasse Informs, die werden dann schon noch weggehen. Und dann können wir direkt unsere nächsten Rewards abholen. So muss das sein, Elite 3, wie gesagt. Ihr wisst Bescheid, um einen Sieg Elite 2 verpasst, hätten wir 30.000 Münzen mehr gehabt, das wäre schon ganz nett gewesen, hätten wir 100.000 statt eben 70.000 Münzen bekommen, aber ja, kann man auch mal mit zufrieden sein. Ansonsten sieht es monatlich auch richtig gut aus, das habe ich im letzten Video nicht erzählt, denn wir haben monatlich 67 Siege und ja okay, gut, dass das hier so gut funktioniert. Und monatlich, der letzte hat 71, 4 Siege Rückstand, ist schon viel, aber auch nicht so viel. Also wenn wir nochmal irgendwie es schaffen, nochmal was richtig krasses rauszuhauen, dann könnte es vielleicht irgendwie drin sein, aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich gehe diesen Monat noch nicht davon aus, dass ich es irgendwie in die Top 100 monatlich schaffe, aber ich werde auf jeden Fall nochmal Vollgas geben. Und dann können wir reinstarten in die nächsten und letzten zwei Packs. Ansonsten können wir mal kurz schauen, was für Promo-Sets kamen. Es gab heute einen richtigen Wirbel um neue Prime-Icons und so weiter. Am Ende wurden dann aber wieder einfach nur, ja, Crespo, der wirklich stark ist, versteht mich da nicht falsch, und Nesta und Littmann angekündigt, beziehungsweise jetzt released. Wieder keine heftige Prime-Icon. What the fuck, was war das? Es gibt auch noch andere Packs, nämlich... Da stand doch gerade irgendwas mit 85. Hätte schwören können, da stand was mit 85. Ja, holy shit. 85er Upgrade, 87er Upgrade, 89er Upgrade und Icon Packs. Was muss man dafür abgeben? Ein 85er Team, 84er Team und ein 83er Team? Was zur Hölle? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Da kriegt man dann die Baby-Icon. Holy moly, das sind Packs, die müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Jetzt öffnen wir allerdings erstmal die Elite 3 Rewards. Hoffentlich ein ähnlich gutes 100k-Pack wie eben. Nicht das zweite, aber das erste. Ah, wenn man ganz kurz hofft auf Messi...
und dann wieder so eine 83er Drecksscheiße rauskommt. Sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach. Es ist unfassbar lächerlich. Nicht ein 83er und dann wird man wieder sofort komplett verarscht. Absolut sinnlos. Aber die Inform-Packs waren eben echt nice. Von dem her hoffe ich hier nochmal auf ein gutes. Lasst auf jeden Fall einen fetten Like da für das Pack-Opening. Hat auf jeden Fall sich wieder gelohnt, die Inform-Packs aufzusparen. Hoffen wir auf ein letztes richtig gutes Inform-Pack. Bitte EA, let's go! England, das ist Rashford. Boom! Let's go! Der kostet 200.000 Münzen. Überragende Packs, Alter. Richtig gut. Richtig gute Ausbeute. Kann ich mich absolut nicht beschweren. 220.000 laut Footbin. Fast schon zu teuer, meiner Meinung nach. Aber nehme ich gerne mit. Ist noch jemand drin? Ist es zu viel verlangt, noch ein Aurier hier drin zu haben? Ja, ist es. Aber wir haben noch Rodrigo. Und der andere ist auch nicht schlecht. Wir haben heute einfach keinen 81er gezogen. Was ist denn hier los? Skriniar kostet, wie gesagt, nochmal 20.000. Und Rodrigo 83 kostet auch nochmal 35, eher 40.000. Stimmt, das haben wir eben auch nachgeschaut. Unfassbar geiles Pack, hat sich mega gelohnt. Richtig geile Ausbeute. Lasst dafür einen fetten Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Macht's bis zum nächsten Mal. Gut, Leute, haut rein und ciao.